Jungfrau. Vergeben. Single. Hi zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch ein Oktoberfest-Special und zwar einmal die Haare, ein Make-up-Tutorial und natürlich mein Dirndl. Und ich wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß. Es geht los mit meinem Make-up. Ich nehme hierfür von MAC ein Paint Pot, das ist Painterly, und das gebe ich mir über mein kompletten bewegliches Augenlid, damit eben mein Lidschatten besser hält. Und dann geht's weiter mit meiner Urban Decay Naked 3 Palette. Hierfür nehme ich diese Farbe hier, steht alles in der Infobox, alle Produkte, und das gebe ich mir über die Lidfalte und verblende das. Und es geht weiter mit der Farbe Dark Side. Hierfür könnt ihr eine Visitenkarte nehmen, was ihr auch immer mögt. Und damit betone ich meinen äußeren V. Ihr erzielt damit Katzenaugen. Mir gefällt es persönlich sehr, sehr gut. Und dann wird das sehr schön verblendet und nochmal in die Lidfalte hinein verblendet. Dann nehme ich die Farbe Boss von meiner Naked Palette und das trage ich in der Mitte von meinem beweglichen Augenlid auf. Dann nehme ich die Farbe Strange und highlightere damit meinen inneren Augenwinkel und auch unter die Augenbraue. Dann nehme ich einen schwarzen Eyeliner-Stift und bemale damit unter meinem Wimpernkranz und auch die Wasserlinie, um meinem Auge etwas Ausdruck zu verleihen. Dann geht es weiter mit einem Liquid-Eyeliner in Tiefschwarz und ich finde, dass ein Eyeliner-Strich einfach nicht fehlen darf. Und dann kommt meine Big Boom Wimperntusche zum Einsatz und dann wird kräftig getuscht. Und um meinen Augenlook abzuschließen, nehme ich natürlich meine Red Cherry, die ich über alles liebe. Und ja, ich finde, die gehören definitiv auch dazu. So, und nachdem ich meine Foundation aufgetragen habe, geht's weiter mit meinem Concealer. Das gebe ich mir unter meinen Augen, ja, an der Nasenspitze, damit meine Nase einfach ein bisschen stupsiger wirkt. Und ich highlighte damit einfach unter meinen Augen und das wird einfach, ja, richtig gut verblendet. Dann verleihe ich meinem Gesicht etwas Kontur mit meinem Lieblingsbronzer. Dann darf auf meine Wangen noch etwas Blush, denn das verleiht ja sehr viel Frische und ich finde, das muss sein bei einem Dirndl. Nachdem ich mein Gesicht gehighlightet habe, nehme ich einen Lippenkonturenstift, umrande damit meine Lippen und dann nehme ich meinen Lieblingslippenstift, der einfach so ultra lange hält und oh mein Gott, ich liebe ihn so, so sehr.
So, und schon sind wir bei meiner Frisur angelangt. Ich habe mich für einen Fischgrätenzopf entschieden. Hierfür müsst ihr euch zwei Zöpfe abteilen, so gleichmäßig wie es geht. Und dann nehmt ihr immer von hinten eine Strähne. Ja, und mit dem Finger nehmt ihr euch das dann in den anderen Zopf, so wie ihr das ja im Video sehen könnt. Leider immer sehr, sehr schwer zu erklären, aber ihr seht es, es ist echt nicht so schwer. Es sieht schwieriger aus, als es wirklich ist. Probiert es aus. Ich habe auf meinen Fingernägel Essie Bahama Mama, weil er zu meinem Dirndl wirklich sehr, sehr gut passt. Und ich trage meine Bruno Banani High Heels bzw. Pumps, die, wie ich finde, auch sehr, sehr gut zu meinem Dirndl passen. Mein Dirndl übrigens ist von Dirndlfest und die Auswahl war wirklich riesengroß. Es war sehr schwer, ja, mich zu entscheiden. Ich habe auch bei Instagram euch ein paar Dirndl gezeigt und damit ihr mir einfach ein bisschen hilft. Und es ist letztendlich dieses hier geworden. Und das ist meine Uhr von Uhrzeit. Ich finde auch die passt sehr, sehr gut zu dem Dirndl wegen dem Lederband und ich habe einen 12% Rabattcode für euch. Und ja, ich schreibe euch das einfach nochmal unten in der Infobox, falls ihr Interesse habt. Und nochmal Perlenohrringe von H&M und ich finde, Perlenohrringe gehen wirklich immer. So, meine Lieben, ich hoffe, dass ich euch mit meinem Get Ready With Me für das Oktoberfest etwas inspirieren konnte. Wenn ihr jetzt noch nach mehr Inspiration sucht, dann schaut doch mal bei meiner lieben Freundin Heidi vorbei. Ihr Kanal heißt Rossella Mia und sie hat immer ganz, ganz tolle Dirndl. Ich bedanke mich jetzt einfach, dass ihr wieder mit dabei wart. Danke dafür. Ich hoffe, ihr schaltet bei meinem nächsten Video wieder ein. Bis dahin macht's gut, ihr Lieben, und bleibt mir unbedingt gesund. Bis bald. Ciao.